Ja gut, aber wir können natürlich uns mal informieren nach dieser Route. Warum hältst du hier? Hey! 19 Dollar ist ja noch okay, das war ja jetzt nicht so hart. Aber warum? Auf einer geraden Straße, die auch noch ein Highspeedway ist, bremst der runter. Damit wieder Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Bus Simulator 21 und PC Folge 19. So, wir hatten uns ja hier. Ich brauche mal einen Bus. Also. Mein Alexander Dennis, ne? Ja. Bye bye, Bus. Gute Fahrt. Ja. Denn ja, wir wollten jetzt hier nämlich die Route machen. So. Offen. Okay, also, ich wollte ja fahren jetzt die Route 7. Jetzt fahren. Natürlich mit dem, dem hier. So. Genau, und jetzt muss ich ja noch zur Starthaltestelle, denke ich mal. Oh, Moment, da muss ich jetzt einfach nochmal ganz kurz umstellen. Das tut mir jetzt echt leid. Weil das habe ich jetzt gerade schön verpeilt. Mein Lenkrad ist noch nicht auf 900 Grad eingestellt. Ja, jetzt sieht es besser aus. Okay, ihr kriegt wieder Bild. Oh, man sieht diese weiße Linie auf dem Navi gar nicht richtig, weil die Route ja auch so eine helle Farbe hat. Aber da sehen wir es ja. Geht's langsam zur Starthaltestelle. Ja, in dem neuen Gebiet, Greenwood. Langsam geht's voran. Wir müssen jetzt einfach nur 20 Fahrgäste auf einer Route befördern. Und da hinten ist schon die Starthaltestelle. Alter. Ich verlasse nicht die Fahrerkabine. Müssen wir verarschen oder was? Da rennt die mir wieder vom Bus. So, in einer Sekunde soll ich da sein. Na, guck dir das doch mal an hier, wie pünktlich. Ich wollte eigentlich dann hier, ne? Ja gut, ja, ich muss erstmal wieder kurz reinkommen. Egal. Will ich bitte eine Fahrkarte haben? Willst du eine Fahrkarte haben? Was willst du denn haben? Du willst Studi-Tageskarte. Ja. Zack. Hallo? Aha. Ja. Danke. Ja. Bitte. Sag mal. So, los geht's. Jetzt schon alter Wunsch. Ja, was ist denn hier los? Seht mir mal an, ich bin spannend. Der Bus hat nur eine Tür, kann es sein? Ja, der hat ja echt nur die eine Tür hier. Lol. Eine Fahrkarte, bitte. Ah, willst du wieder eine Fahrkarte? Was willst du haben? Normal. Einfach. Danke. Bah. Ja, gerne. So, und dann testen wir nochmal diese wunderschöne. Ach, guck mal, er zählt schon mit. 5 von 20. Das heißt, wir müssen einfach nur wirklich 20 Fahrgäste mal haben. Und nicht wie bei der Mission davor dahin bringen.
die Haltestelle wird nicht bedient. So viele Winkel hier aber. Die Route macht echt Spaß bisher, muss ich sagen. So, jetzt fahren wir ja, glaube ich, schon auf den Highway. Denn diese Route verbindet ja auch bis ganz nach oben. Dann können wir natürlich gerne eine... Letztes Mal haben Sie mich mit einer falschen Fahrkarte im Bus erwischt. Dieses Mal habe ich definitiv die richtige. Das wollen wir doch bei der nächsten Haltestelle gern mal überprüfen, mein lieber Herr. Ist er da hinten auch? Sieht richtig geil aus. Ich kann meine Fahrkarte nirgends finden. Ja, jetzt aber... Gold Island gehen wir ja auch, ja. Hä? Ach, vergiss es einfach. Vergiss es einfach. Ist egal. Ist egal. Ich sitze hier ganz rechts runter, wa? Ja. Oh Gott. Hoffahrten immer. Letztes Mal haben Sie mich mit einer falschen Fahrkarte im Bus erwischt. Dieses Mal habe ich definitiv die richtige. So, jetzt sind wir schon wieder in bekanntem Gebiet. Das ging ja auch wieder relativ flott. Warst du schon im neuen italienischen Restaurant? Wir haben tolle Salate und das beste Brot. Stark. Tag, wunderschönen guten Tag. Ja, hallöchen. Die Haltestelle kann ausgebaut werden. Dann machen wir das doch gleich mal. So, wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen. Oh nein, ich hab sie vergessen. Du! Warst du nicht derjenige, der gesagt hat? Ach, ja, ist aber belastend. Na klar. Klar. Hier. Ich bin begeistert. Wir haben schon 9 von 20. Super. Das heißt, höchstens zweimal fahren wir die ganze Route mal. So, wunderbar. 9 von 20 schon und dann haben wir wieder... Und nächstes Mal bitte nicht pennen. Unfassbar. Naja, weiter geht's. Wenn man so den Fortschritt sieht, dann macht's natürlich Bock. Nicht präzises Fahren. Ja, ne? Wieder was zum Ausbauen. Oh, ist ja super. Jetzt können die alle nochmal ausgebaut werden hier. Geil. Hallöchen. Ja, selbstverständlich. Senior, Tag. Ab geht's. Danke. Oh, bitte sehr. Immer gerne. Einfache Fahrt, bitte. Oh, einfache Fahrt. Senior, einfach. Zack. Einfache Fahrt von wegen, Alter. Dann will er eine Tagesfahrt haben. Hey, Alfonso. Ja? Danke. Deine Haare. Sie wachsen ständig. Ich brauche einen Haar. Kannst du vorbeikommen? Die Tomatenpflanze an meiner Fensterbank. Nächster Halt. Jetzt muss ich ja wieder zurück nach oben und dann geht die Route, glaube ich, sogar wieder nach unten. Wir sind aber schon bei 18 von 20. Oh, perfekt. Wo fahre ich denn jetzt?
Jetzt den kompletten Kreis rum. Ach so, und dann, ja. Ah, okay, um die Haltestelle noch mitzunehmen. Ich verstehe, wie ich das gemacht habe. Ach nee. Ich fahre dann hier. Hier fahre ich. So. So, einsteigen bitte. Die Reaktion der Menschen in Greenwood auf die neue Route war überwältigend. Jetzt müssen wir unser Streckennetz noch weiter verbessern. Mehr Busse, bessere Haltestellen. Das alles trägt zum Aufbau einer soliden Infrastruktur bei. Ja. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Du brauchst mehrere Fahrkarten. Du willst normal Wochenkarte gleich zwei. Danke. Okay. So, neue Hauptmission. Baue Greenwood aus, kaufe einen neuen Gelenkbus, verbessere die Stufe von Greenwood auf 2 und besitze eine Route durch 3 Stadtteile. Haben wir sogar schon erledigt. Geil. Wir fahren aber erstmal in aller Ruhe die Route zumindest einmal zu Ende. Und ich habe ja gesehen, wir haben einen neuen Gelenkbus von MAN freigeschaltet. Den können wir uns dann natürlich mal wunderschön gönnen. Oder Iveco, glaube ich. Ah, warte mal. Hast du? Tut mir leid. Sie waren schon bei mir. Ich habe sie doch schon gezeigt. Na klar. Hier ist die Fahrkarte. Oh, Augen. Da. Ach, die Typen sind echt toll. Die Menschen sind echt toll drauf hier. Okay, ja gut. Gelenkbus kaufen. Das sieht doch alles soweit ganz gut aus. Die aber alle die Spiegel immer da oben haben, Alter. Warum nicht hier? Was soll? Ah ne, ist doch die ganz normale Dings. Wir fahren jetzt erstmal wieder nach Dings. Gott. Ja, hier sind wir immer schon gefahren. War irgendwie gerade lost auf Lost Island. So, Greenwood auf 2. Das heißt, ich muss wahrscheinlich eine neue Route dann machen. Passt doch. Da alles im Griff. Hier was abziehen, Alter, der Lauch. Hier halten wir. Und Zahltag? Nice. Ich hätte gerne mehrere Fahrkarten, bitte. Bis Moment. Ah, nochmal 47k, ja gut. Kaufe einen neuen Bus, ist ja auch schön und gut. Ich habe ja gar nicht mal Geld gerade dafür, glaube ich. So, du willst normal einfach 2, geil. Ich nehme nicht an, dass sie jedes Mal die Fahrkarten kontrollieren. Ja. Was willst du denn? Kannst du reden? Hallo? Du speak German? Oh, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, zack, zack, zack. Danke. Bitte. Ja. Wie viel Geld haben wir denn gerade? Ja, na gut. Also da müssen wir dann vielleicht die Route doch noch 2-3 Mal häufiger fahren. Ja gut, naja, was soll's. Wir mussten uns ja unbedingt diesen Bus hier zuerst kaufen. Danke. So, und jetzt geht die Route ja sogar wieder zurück, ne? Ich hoffe, die nächste Haltestelle kommt bald. Ich muss mal.
Ja, aber dann... Ne. Der Bus ist doch gerade erst losgefahren. Wieso bist du dann nicht davor? Egal. Ich finde die Sprüche echt witzig, muss ich sagen. Diese Random-Sprüche finde ich echt gut. Finde ich schön eingebaut. Hat man beispielsweise bei OMSI immer nicht. Da hat man dann zwar mehr Beschwerden beim Fahren. Aber ja, das hier ist eher so ein gemütlicheres Spiel und OMSI ist halt so ein richtiges Rage-Spiel, weil dann zwischendurch noch Abstürze und Ruckler und so was alles kommen. Das ist ein super Ding. Ah, genau, und jetzt fahre ich ja nicht geradeaus nach Gold Island, sondern ich fahre hier. Verstehe. Mensch, schön. Hätte ich theoretisch auch noch Stationen einbauen können. Müsste ich eigentlich mal machen. Ich konnte das nicht machen, weil die Route ausgeglichen sein musste. Das wäre sonst nicht hingekommen. Deswegen. Musste ja diese Route, man kann es dann später immer noch ändern oder so, aber ist zum Beispiel auch noch eine, wer auch immer hier aus will, also. Ja gut, aber wir können natürlich uns mal informieren nach dieser Route. Warum hältst du hier? Hey! 19 Dollar ist ja noch okay, das war ja jetzt nicht so hart. Aber warum? Auf einer geraden Straße, die auch noch ein Highspeedway ist, bremst der runter. Wenn ein Bus hinter dir ist, Alter. Hast du keine Rückspiegel? Solltest du vielleicht erstmal gucken, was da so hinter dir ist. Hier sogar so ein Bus-Store. Geil. Oder eine Lackiererei. Nee, ich glaube, es ist ein Busladen. Geil. Ja, also 200.000, 300.000 müssen wir bestimmt ausgeben für den Kram, ne? Also da brauchen wir jetzt deutlich mehr Knete und müssen jetzt halt einfach Zahlungstage abfahren. Lässt mich doch bestimmt vor, ne? Danke. Das ist halt nicht ganz so realistisch, das Game, so wie OMSI zum Beispiel. Da kommt aber auch echt wenig ran. Deswegen könnte ich mir tatsächlich vorstellen, das gleich nochmal zu restarten. Das Projekt. Menschenmasse, Alter, weiß man ja nie, was da so passiert. So, hier ist tatsächlich die 7. Haltestelle. Damit der Bus quasi dann wieder hier ist. Das macht das Aussteigen viel einfacher. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ganz. Studenten einfach. Jawohl. Zack, zack, zack. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Ne. Zum grünen Bad? Als Senior? Danke. Oh, von hier sind wir ja gestartet quasi. Genau, aber jetzt fahren wir statt geradeaus direkt zur Starthaltestelle nochmal rechts rein zu der letzten Haltestelle und dann ist die Route erstmal durch. Dann müssten wir mal, genau, wir sind jetzt hier bei Greenwood. Ja, dann müssen wir dann, ich glaube, ich mache da sogar eine 8. Route, um hier sämtliche Greenwood-Haltestellen irgendwie anzubinden. Ja, was ist das hier? San Francisco oder was? School, slow. Ich bekomme dieses Lied von All Directions, Your Love Makes Me Strange, nicht mehr aus meinem alten Schädel. So. Greenwood High School East. Endstation. Bitte alle aussteigen. Wow, perfekt geparkt.
Muss das Ende der Route erreicht. Gut. Sehr schön. Also. Damit würde ich die Folge an dieser Stelle auch erstmal beenden, Freunde. In der nächsten Folge geht es dann weiter. Wir können jetzt mal gucken. Genau, wir haben halt hier sämtliche Haltestellen nicht bedient. Also wir müssen hier so eine kleine Rundum-Dings machen. Wir könnten dabei natürlich auch schon hier weitere Orte anbinden. Aber ich glaube, das lassen wir erstmal. Das war die nächste Folge ein bisschen rumexperimentieren. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und sage jetzt Tschüss und bis zum nächsten Mal.